Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Die deutsche Wirtschaft drückt beim Thema KI aufs Tempo. Laut einer Studie der Bitkom aus dem Herbst 2023 steigt der Anteil der Unternehmen, die KI einsetzen, binnen eines Jahres von 9 auf 15%. Und 2/3 der befragten Unternehmen sehen KI als wichtigste Zukunftstechnologie. Doch demgegenüber stehen auch 29%, die in KI einen Hype sehen, der massiv überschätzt wird. Und auch über 1/3 der Befragten geben zu, sich mit generativer KI noch gar nicht richtig beschäftigt zu haben. Dabei bietet KI in den verschiedensten Bereichen spannende Einsatzmöglichkeiten. Die Technologie ist bereits breit verfügbar und zu geringen Kosten einfach auszuprobieren. Welche Einsatzmöglichkeiten das sind und wie Unternehmen zu den richtigen Anwendungsfällen kommen, das möchten wir heute mit unseren ExpertInnen besprechen. Doch bevor ich die Ihnen vorstelle, möchte ich meinen Co-Moderator Steffen Wenzel begrüßen. Hallo Lisa, grüß dich. Hallo Steffen. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du deinen perfekten Anwendungsfall oder Use Case für KI schon gefunden? Nein, auf keinen Fall. Ich glaube auch, dass wir stecken da noch in den Kinderschuhen. Also ich persönlich, also ich kann es von mir sagen, vielleicht sind andere schon weiter. Ich benutze natürlich ChatGPT wie alle anderen auch. Mittlerweile so als die Suchmaschinenalternative. Das muss ich aber erstmal so ein bisschen auch manifestieren. Ich arbeite ja mit einem anderen Unternehmen, mit dem ich noch unterwegs bin, auch redaktionell. Da mache ich manchmal so kleine Tests auch mit Praktikantinnen und Praktikanten, wenn sie was geschrieben haben, wie würde das ChatGPT schreiben? Und das ist manchmal spannend und manchmal merkt man aber auch, ich vertraue dann doch noch mehr meinen Redakteurinnen. Also generative KI spielt bei dir schon so eine kleine Rolle, wird wahrscheinlich auch noch wachsen an Bedeutung. Ja, und diese und aber auch weitere Anwendungen werden wir heute mit unseren Expertinnen besprechen. Und ich freue mich besonders, dass wir heute Katrin Fischer und Martin Wunderwald von der Telekom MMS begrüßen dürfen. Martin ist Portfolioverantwortlicher für AI and Cognitive Services und Katrin ist Beraterin für digitale Innovation. Hallo ihr zwei. Ja, hallo. Hallo in die Runde. Ja, vielleicht jetzt erstmal die erste Frage von mir, um so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Lisa hat mich gerade gefragt, wie ich schon generative KI benutze für mich. Ihr werdet uns heute noch viele Beispiele bringen, aber was sind denn für euch aktuell die spannendsten KI-Anwendungen? Also das kann sowohl im Businessbereich, aber auch privat sein. Katrin, magst du beginnen? Sehr gerne. Nochmal ein liebes Hallo an unsere Zuhörer, auch von mir. Mich interessieren vor allen Dingen die ganz schnellen Entwicklungen rund um Generative AI momentan. Und zwar die, die mir einfach einen echten Mehrwert für die tägliche Arbeit schaffen. Warum? Wir kommen ja eigentlich aus einem Zeitalter, wo, sagen wir mal, Business Intelligence und Machine Learning, also das heißt, nicht generative AI schon länger benutzt wird. Und zum Beispiel, ja, um sich das besser vorstellen zu können, für Sales Forecast, für Kundenanalysen und so weiter, Unternehmensreportings. Super spannend, aber jetzt ist einfach momentan für mich die Zeit, wo es auch meine Arbeit unterstützt und zwar wirklich was generiert. Das heißt, hinten was Neues rauskommt, was ich normalerweise vielleicht mit viel Kleinarbeit machen müsste. Und das finde ich super spannend. Und Martin, wie sieht's bei dir aus? Ja, also bei mir vergeht auch kein Tag ohne das Thema KI oder Generative AI oder generative KI. Ich verfolge das relativ eng und lese sehr viel. Eigentlich fast täglich kommen neue Anwendungsfälle natürlich heraus oder es gibt neue Entwicklungen bei den großen Unternehmen, werden neue Modelle released etc. Und ich habe so zwei Themen, wo ich gerade drauf schaue. Das eine sind Avatare, also digitale Menschen. Ne? Also wirklich kann man vielleicht den Mensch sozusagen zumindest äußerlich schon ersetzen. Und ja, es kommt eigentlich so ein bisschen aus dem Deepfake-Thema heraus. Aber natürlich findet das auch seinen Weg in die Anwendung, sodass wir vielleicht bald ja an der Kasse irgendwie Hologramme von Menschen stehen haben, die uns bedienen. Ja, also das ist so ein Zukunftsszenario, wo ich viel schaue. Dann gibt es natürlich das Thema der Modelle, die auch langsam kleiner werden und nicht mehr so viel PC-Leistung oder Grafikkartenleistung brauchen, um betrieben zu werden und damit dann auch auf die Handys wandern und damit natürlich auch die gesamte Anwendungswelt viel näher an uns und stärker in unser Leben eingreift. Lisa hat es eben gesagt, fast 30%, glaube ich, denken immer noch, dass das ein Hype ist. Also
wie kannst du das oder wie könnt ihr das unterscheiden, ne, wenn ihr jetzt über Innovation nachdenkt, dass ihr sagt, so ich lese da jeden Tag, höre wieder was Neues, dann schaue ich es mir an, dass ihr sagt, so na, das verfolge ich weiter, das ist spannend, aber oder das könnte jetzt ein bisschen übertrieben sein oder das sind wir noch lange nicht so. Genau, ich greife mal die Frage auf. Ja, differenziert sich so ein bisschen heraus, ne? Also sind da einmal die Themen, die wirklich ganz neu aus der Forschung herauskommen, von den großen Unternehmen, meistens natürlich aus den USA oder aus Amerika, die sozusagen in rasenden Geschwindigkeit Themen vorbringen in Richtung Robotik, ne, dass die KI Roboter steuern kann. Haben wir jetzt gesehen von Boston Dynamics wieder ein weiterer Fortschritt, wie so ein Roboter einfach aufstehen kann und viel menschenähnlicher wird. Also diese Innovationen sind natürlich einfach zur Unterhaltung. Ne? Die sind noch so weit weg, wo ich sage, vielleicht ein halbes oder ein Jahr inzwischen. Ne? Die Zyklen sind natürlich viel schneller und kürzer geworden. Aber dann sehen wir sowas wirklich in der Realität oder im täglichen, also dann greift das wirklich in unser Leben ein. Und dann gibt es aber natürlich eine Reihe von Anwendungen, die auf diese Sprachmodelle insbesondere zurückgreifen, die jetzt schon massiv in Unternehmen eingesetzt werden und wirklich auch in die Breite gedrückt werden, wo ein großer Druck da ist, sozusagen daraus auch Kapital zu schlagen, ja, von den Unternehmen. Und auch hier würde ich gerne noch ergänzen, man kennt ja den typischen Technologie-Hype-Cycle. Sicherlich, gerade mit den Large-Language-Modellen, sind wir momentan so ganz oben auf der Spitze. Ja, und da wird jetzt schon für die ein oder andere Anwendung vielleicht so ein bisschen, ja, ich sag mal, die kleine Depression kommen, wo man merkt, ja, das funktioniert vielleicht doch nicht so gut, wie man dachte. Aber genau deshalb ist es so wichtig, das auch richtig zu steuern, richtig einzuführen und die Mitarbeiter zum Beispiel dabei zu unterstützen. Dass es eben nicht die Spielerei oder, wie wir vorhin schon gehört haben, die bessere Suchmaschine ist, sondern zum Beispiel durch das richtige Prompting, durch die richtige Anwendung, da einfach wirklich Mehrwert erzielt wird. Und Katrin, könntest du noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Wie kommen denn Unternehmen dieser Tage zu euch? Kommen die mit der Frage, ich möchte Teil des Hypes sein, ich möchte hier Innovation schaffen, oder kommen Sie mit einem konkreten Problem? Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag und wie ihr euch diese Themen gemeinsam erschließt? Sehr gerne. Ich muss sagen, das ist ganz unterschiedlich. Also da viele kommen selbstverständlich über die Technologie. Heißt, wir haben gehört, Gen AI, da gibt's ganz viel Interessantes. Zeigt uns doch mal, was es da so gibt. Und wir möchten schnell irgendwas mit AI umsetzen. Ja, das ist so die eine Art der Anfrage. Die andere Art ist, dass im Unternehmen zum Beispiel schon Ideen gesammelt wurden und eigentlich schnell ein Use Case mal ausprobiert werden soll. Da müssen wir sagen, das ist auf der einen Seite richtig und gut, erstmal Wissen aufzubauen, Akzeptanz zu schaffen. Aber man muss natürlich auch hier schauen, dass man von Anfang an das in Gesamtrahmen bringt, damit nicht überall im Unternehmen kleine POCs angestoßen werden, die zwar erstmal Wissen vermitteln oder womit man erstmal ausprobieren kann, zum Schluss aber keinen echten Mehrwert mehr liefern. Und dabei unterstützen wir unsere Kunden natürlich, ne, dass sie eben nicht irgendwas mit AI machen, sondern AI-Anwendungen umsetzen, die wirklich Sinn machen und die vor allen Dingen dadurch, dass sie Sinn machen und der Sinn auch messbar ist, zur Akzeptanz bei Mitarbeitern führen. Alles andere kann dann nämlich sonst wieder Blockaden auslösen, Ängste auslösen, ne? Muss davon auch nicht vergessen. Und da unterstützen wir das immer wieder in den Rahmen zu stellen, Skalierungsroadmaps zu machen, Technologien aufeinander aufzubauen. Genau. Ja, dann lass uns doch da gleich mal einsteigen, Katrin. Du hast jetzt schon ein paar Punkte genannt. Also da gibt es jetzt einen Kunde, ich sag mal so gehobenerer Mittelstand, ne, also schon ein bisschen größer, aber jetzt auch nicht zu klein, der sagt so, oh, wir haben jetzt hier was mit KI und da jeder redet davon, meistens kommen die ja dann so quasi aus der IT-Abteilung vielleicht zu euch und sagen, ja, wir müssen das machen, mein Chef sagt auch schon die ganze Zeit, warum machen wir denn da noch nichts und ich bin jetzt hier extrem unter Druck. Was ist euer Ansatz, wie geht ihr mit solchen Anfragen um? Ja, also ich nenne das gerne Use Case Ideation. Und zwar normalerweise hätte man ja schon eine sehr gute AI- und Datenstrategie und aus dieser AI- und Datenstrategie kommen Potenzialfelder. Und in diesen Potenzialfeldern wird geschaut, welche Innovationen wirklich Sinn machen. Nun, meistens haben die Unternehmen das natürlich nicht. Da helfen wir zum Beispiel mit einem Assessment, um erstmal in die Richtung von AI- und Datenstrategie zu kommen. Andere Unternehmen, die sagen, ach, wir würden jetzt aber doch lieber erstmal in die Umsetzung kommen, um zum Beispiel Wissen aufzubauen, da gehen wir mit Use Case Ideation Sprints vor. Wie sieht sowas aus? Nun haben wir jetzt ja noch keine Potenzialfelder aus der Strategie.
Dennoch schauen wir, dass wir die Unternehmensstrategie und Unternehmensziele natürlich damit verbinden. Das heißt, Use Cases finden, die die Ziele unterstützen und auf der anderen Seite eben auch gute Innovations-Use Cases sind. Was heißt das? Die sind auf der einen Seite erwünscht, also ich sage immer desirable, sind auf der anderen Seite machbar, feasible, wobei wir Machbarkeit hier nicht nur mit der technologischen Machbarkeit bezeichnen, sondern auch, ist das Unternehmen überhaupt weit genug, organisatorisch, hat sie richtigen Daten, auch das bedeutet Machbarkeit. Und im dritten und für mich fast das Wichtigste, Wirtschaftlichkeit. Das heißt, wird dieser Use Case oder erwarten wir, dass dieser Use Case einen Nutzen schafft, der wirklich messbar ist und auch wirtschaftlich ist. So, wie machen wir das? Wir wollen jetzt Potenzialfelder im Unternehmen erstmal identifizieren. Dazu ist es eigentlich am einfachsten mit einem cross-funktionalen Team, das heißt eben nicht nur der IT, sondern auch Personen aus den Businessbereichen, zusammenzuschauen, wo im Unternehmen sind dann heutzutage die großen Schmerzpunkte. Ja, und ich mache das jetzt mal an einem Beispiel, was ein großes Thema war rund um die ganzen Krisen in der letzten Zeit, war das ganze Thema Kundenservice-Prozesse. Ja, also Kundenservice, gerade im B2B-Bereich, was ja eben so dass die Frage vom Steffen war, so im B2B haben ja doch noch sehr viel persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. Und das kann man eben nicht einfach digitalisieren alles. Ja, und viele haben zum Beispiel noch nicht mal eine gute Webseite, Produktkonfiguratoren etc. sind vielleicht irgendwo in der Innovationspipeline, aber noch nicht da. Und genau das sind Schmerzpunkte und Potenziale, die wir sehen wollen und wo wir dann eben mit möglichen Lösungen ansetzen können. Beispiel eben in dem Fall, ja, wenn es so um Kundenservice-Prozesse geht, ist, der Kunde möchte schnell eine Alternative zu seinem heutigen Produkt, weil das Produkt einfach nicht lieferbar war. Ja, da hätte er früher eben den Kundenservice-Beauftragten angerufen, der muss aber selber schauen, welches passt denn, was das der Anwendungsfall vom anderen Unternehmen, oh weia, wie können wir das machen, und das dauert alles Zeit. Und da könnten jetzt eben, das ist der Schmerzpunkt, mögliche Lösung sein, dass man sich das vorstellt. Das machen wir dann eben mit kreativen Methoden natürlich rund ums Design Thinking. Aber wir setzen zum Beispiel auch KI ein in der Lösungsfindung oder auch im Research, ne, kreative Methodiken direkt mit KI. Um hier mal Beispiele zu nennen, was da so rauskommen könnte, ist zum einen den Kundenservicebeauftragten zu unterstützen. Ja, dem einfachen Assistenzsystem, wie zum Beispiel der Avatar, von dem der Martin schon gesprochen hat, zur Seite zu stellen. Oder auch dem Kunden so einen Avatar zur Seite zu stellen, der eben genau für die richtige Anwendung es auswählt. Und da ist natürlich jetzt wieder, ne, Innovationsprozesse, wie machen wir das? Hier muss natürlich auch immer geschaut werden, dass die Akzeptanz da ist, dass wir User-Tests machen. User-Test eben in der Anwendung zum Beispiel, bei der Kundenserviceberaterin, aber zum Beispiel auch beim Kunden. Ne? Also es sind ja nicht mehr Bots, die sagen, ja, nein, weiter, stopp, wo man schon früher die Augen verdreht hat, sondern heute spricht der Avatar mit jemandem und liefert 24/7 richtige Ergebnisse. Ja, und das muss man aber trotzdem testen. Sind unsere Kunden schon so weit? Ne? Wie bekommen wir sie dahin? Und genau das machen wir in unseren Ideation-Prozessen. Ja, vom Potenzialfeld über die Lösung und dann ins Testen der Konzepte und auch Businessmodellentwicklung. Ja, danke Katrin für den Einblick. Das klingt nach einem etwas langwierigen Prozess, vielen Beteiligten. Und wann hat man denn so richtig etwas in der Hand? Also wie schnell ist denn so ein Ideation-Prozess? Ja und nein. Also selbstverständlich sollten wir uns immer ganze Innovations-Roadmaps anschauen. Ne? Also wirklich die ganzen Schmerzpunkte, die da sind und die auch aufeinander aufbauen. Aber Design Thinking sagt ja, wir fokussieren. Das heißt, wir würden eben zum Beispiel in einem Workshop-Abrutsch uns so ein Potenzialfeld auswählen, wo alle meine ich das cross-funktionelle Team mit diesen verschiedenen Point of Views, den größten Nutzen sehen, und dieser größte Nutzen, den gehen wir dann erstmal an. Und zum Beispiel einen so einen Sprint, den hätten wir jetzt auch in 3 Wochen gemacht. Ja, also ein großes Bootcamp-Potenzialfeld, ein großes Bootcamp-Lösungsfeld, ein großes Bootcamp-Konzeptphase und schon dann haben wir eigentlich sehr intelligente Konzepte, die zum Schluss auch einen echten Mehrwert liefern und das auch ganz gut schon abgetestet ist. Martin, ihr arbeitet ja zusammen, Katrin und du. Wann kommst du und womit dann ins Spiel bei diesem Vorgang?
Ja, eine gute Frage. Ich würde vielleicht doch nochmal einen Punkt von Katrin aufgreifen, beziehungsweise so ein bisschen meine Sicht schildern und auch ein bisschen differenzieren, was so der klassische Innovationsprozess ist und wie KI dort eigentlich anders adressiert werden muss. Ja, also was das Besondere an KI-Projekten ist gegen so klassische Softwareentwicklung oder klassische, also jedes Unternehmen hat natürlich ein großes Backlog, also eine Liste von Themen, die sie verbessern wollen an ihrer Software, an ihren Prozessen und so weiter. Und jetzt kommt noch so ein Thema von der Seite rein, ne, wo es viel Druck entsteht, und jetzt ist oft die Erfahrung bei mir in dem Projekt eben, dass eine große Unsicherheit herrscht, ob bestimmte Anwendungsfälle überhaupt mit KI lösbar sind. Ja, das heißt also, nicht jedes Thema, was aus einer Ideation kommt oder wo man sagt, okay, wir haben jetzt hier eine grobe technische Machbarkeit gefunden, wird am Ende auch beim Kunden funktionieren und die KI die zuverlässige Lösung sein, die es braucht. Ne? Also die Anforderungen und der Charakter von KI ist ja experimentell. Ne? Also wir reden ja über Wahrscheinlichkeitsmodelle. Das heißt, wir brauchen eine große Menge von Daten und nur die Daten reichen auch nicht aus. Ne? Es müssen die richtigen Daten sein, sie müssen eine gewisse Qualität haben und sie müssen letzten Endes die Frage beantworten, sozusagen die man sich stellt in dem konkreten Anwendungsfall. Und das ist nicht immer der Fall. Und oft ist der Weg, es auszuprobieren, eigentlich der einzige, um herauszufinden, klappt das? Ne? Also wir kommen ja auch sehr aus dem Thema Datenökonomie, ne? Also die Frage von, wie kann ich meine Daten nutzbar machen? Ne? Dann wird viel auf Daten rumgesucht und irgendwie geheime Wirkzusammenhänge werden irgendwie erwartet und die Ernüchterung kommt schnell, wenn es dann darum geht, daraus wirklich auch ja, Prozesse herauszustampfen und Themen zu automatisieren. Ja. Also meine Realität ist oft, dass wir sehr weit, sehr tief in die Kernprozesse bei Kunden vordringen müssen, die Daten verstehen müssen und dann doch die Enttäuschung groß ist. Das war auch die letzten Jahre schon so für das Thema KI. Und was jetzt aber natürlich durch diesen Hype viel mehr passiert ist, dass man sich da noch mehr öffnet. Ja? Also es gibt eine riesige Professionalisierung in diesem Bereich. Man kann inzwischen schon ganz große Prozessthemen simulieren in einer virtuellen Welt, ja, um diesem Risiko, solche KI-Prozesse einzuführen wirklich im Unternehmen oder bestimmte Prozesse mit KI zu stützen, also wirklich autonom entscheiden zu lassen, kann man schon entgegenwirken in virtuellen Räumen. Ja? Das heißt also, auch da gibt es schon gute Antworten. Und deswegen, ja, der, also was ich betonen möchte, ist dieser experimentelle Charakter, den es im Umgang mit KI braucht und auch dieses solche Mottos wie fail fast, ja, sind unheimlich wichtig. Also Dinge einfach probieren und einfach machen, bringt uns erst dorthin, dass diese Themen wirklich zum Fliegen kommen. Ja, also die wenigsten Anwendungsfälle sind so, dass du sie von der Stange kaufen kannst, implementieren kannst und sie in der Welt des, in der individuellen Welt des Kunden sofort funktionieren. Ja. Genau, und die Katrin hat bestimmt da einiges dazu zu sagen auch. Genau, absolut. Vielen Dank dafür, weil das ist ja genau das, ich habe es vorhin schon mal gesagt, Design Thinking. Ja, dieses ganze Mindset und auch so diese agile Transformation in Unternehmen werden ja heute erst richtig wichtig. Warum? Eben genau wegen diesem experimentellen Charakter. Ich muss iterativ vorgehen. Ich muss nutzerzentriert vorgehen. Na, das heißt, ich muss ja nicht nur technisch mich annähern, sondern ich muss auch mich annähern, was empfindet der Nutzer denn als gut genug, was hinten bei rauskommt. Ja, und das passt genau, das macht ja Design Thinking, ne? Nutzerzentriert zu schauen, was sind jetzt überhaupt mögliche Potenziale, aber auch, was ist denn das richtige Ergebnis? Und das meinte ich auch vorhin mit den Konzepten und iterativen Vorgehen, nutzerzentriertes Testen, was denn Hand in Hand gehen muss, eben in cross-funktionellen Teams, gemeinsam mit den Technikern, ja, genau die, die AI verstehen, ausprobieren und dem Nutzer und dem Business, was es ja dann auch umsetzen muss. Jetzt haben wir viel darüber gehört, dass KI-Projekte erstmal ergebnisoffen sind und von der Stange erstmal nichts funktionieren wird. Aber ihr bietet auch KI-Produkte und Services an, Martin. Wie passt das zusammen? Also es gibt Produkte, die von der Stange funktionieren. Ne? Also gerade Sprachmodelle sind etwas, die fast in allen, entlang der Wertschöpfungskette, in allen Branchen funktionieren. Ja? Also jeder Marketing-Mitarbeiter möchte Texte generieren oder SEO-Optimierung von Websites machen. Und da helfen natürlich solche Sprachmodelle oder bei der Übersetzung. Ja? Also es gibt diese Themen von der Stange. Aber wenn wir so ein bisschen in der Zeit zurückgehen, ja, und klassische KI-Projekte sehen, kommen wir eher vom Prozess her. Und KI ist dann eine Methode,
eine von vielen Methoden. Ja, also ganz oft komme ich mit einem KI-Thema zum Kunden, sehe einen Prozess und man schaut sich das alles genau an und am Ende hilft ein ganz einfaches, regelbasiertes System. Ja, und der Kunde hat einfach aus diesem Unverständnis der Technologie KI nicht das Wissen, welche Methode jetzt die richtige ist, um sein bestimmtes Problem zu lösen. Ja, ist also ein häufiges Thema, dass wir mit KI zwar zum Kunden kommen, der Kunde aber dann nicht mit KI weitermacht, sondern mit ganz klassischer Prozessoptimierung. Katrin wollte noch was ergänzen, glaube ich. Genau, das passt auch genau dazu, das ist so ein bisschen dieses Beispiel, was ich vorhin hatte, ne? Diese Kundenservice-Prozesse zum Beispiel. Da gibt es sehr viele Prozesse, genau, die eben über RPA zum Beispiel viel einfacher lösbar sind oder ganze Prozesse einfach orchestriert werden müssen, um schnell zu automatisieren. Es wird aber immer wieder die Punkte auch geben, wo das nicht möglich ist, beziehungsweise man eben den Menschen unterstützt. Also Gartner sagt zum Beispiel, dass bis 2026 über 100 Millionen Menschen Robocollects, also synthetische Kollegen, einsetzen. Und genau da setzt zum Beispiel KI und Generative KI ein. Ja, wie unterstütze ich die Arbeit von diesem Service-Mitarbeiter oder eben diesen individuellen Kundenkontakt? Und das ist dann KI. Ja, zum Beispiel individuelle Kundenansprache, eben diese Antworten aus diesem Produktkonfigurator geben. Und was Martin aber voll meinte eben, die Antworten, da kann man sicher sehr viele schon geben, die immer richtig sind. Es wird aber dann auch Antworten geben, wie zum Beispiel ein Konfigurator auch nicht immer das Perfekte auswirft, sondern sagt, da gibt's 3, 4, 5 mögliche Alternativen. Und das ist eben das, dieses, was man dann ausprobieren muss, ne, was dann eben nicht von der Stange möglich ist. Nur um das eben an diesem Beispiel immer wieder ein bisschen zu erklären. Okay, Martin, du hast jetzt gesagt, es muss auch eine gewisse Experimentierfreude, Bereitschaft auch beim Kunden dafür da sein. Trotzdem gibt es natürlich auch standardisierte Möglichkeiten im Einsatz. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie so Use-Case-Entwicklung jetzt auch in beiden Fällen aussieht, wie ihr dort vorgeht und welche Produkte, Services, es gibt ja eine Menge am Markt, ihr dann auch aus welchen Gründen für die Kunden dann auswählt, weil das ist ja auch nochmal eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Kann ich gerne mal vielleicht einem Beispiel von einem Kunden irgendwie in plastisch darstellen. Also ich unterscheide so ein bisschen, ne? Das eine ist quasi die C-Level-Brille, ne? Allgemein KI-strategisch quasi das Thema angehen. Das ist was dann oft bei Katrin liegt, wirklich Strategien zu entwickeln, Datenstrategien, KI-Strategien, wie gehe ich damit um, Regulierung etc., kommen wir vielleicht später noch dazu. Und bei mir landen sozusagen die Fachabteilungen. Ja? Also bei mir kommen Leute aus Prozessen heraus, Produktionsleiter von Produktionsprozessen und sagen, wir haben hier einen Aufwand, den eine Person betreibt, der ist immens und der ist irgendwie total repetitiv. Also die Person macht immer wieder das Gleiche. Ne? Ein schönes Beispiel ist, wir sind bei der Firma Optiplan im Vogtland unterwegs gewesen. Dort werden faserverstärkte Kunststofffolien hergestellt. Das heißt also, so 3 Meter breite Bahnen kommen aus Extruderlinien und Personen schauen dann ganz gegen grelles Licht und schauen, ob da im Millimeter- oder Nanometerbereich irgendwelche Verunreinigungen drauf sind oder Schäden, ja, weil diese Folien eben sehr sauber sein müssen und schadensfrei. Und durch dieses starke gleißende Licht, ja, muss eigentlich diese Person alle halben Stunden gewechselt werden. Und das ist ein immenser Personalaufwand und das schreit quasi nach einer Automatisierung. Ja, weil man, und das ist auch so ein bisschen das grobe Paradigma zu sagen, wenn etwas sich sehr wiederholt, ja, oder sehr automatisiert immer wieder in der gleichen Reihenfolge stattfindet, ist es potenziell ein gutes Einsatzgebiet von KI, auch wenn die Entscheidungsprozesse komplex sind. Ja, und an der Stelle ist dann relativ schnell geholfen mit einer Kamera, die also diese breiten Bahnen von Kunststoff aufzeichnet, Videobilder generiert und auf diesen Videobildern können natürlich genauso oder besser, in besserer Qualität, als es der Mensch kann, in höherer Auflösung, in mehr Genauigkeit, 24/7 ohne Ermüdung, ohne Qualitätsunterschiede. Das ist wirklich ein schönes Beispiel, wo also auch mit einem geringen budgetären Aufwand so ein Prozess etabliert werden kann. Darf ich da mal kurz reingehen, weil ich würde jetzt so als Laie behaupten, naja gut, das ist jetzt eine normale Kamera-Videoüberwachung, die halt einen Fehler erkennt. Was ist jetzt das KI-Spezifische? Also warum KI? Das gab es ja schon vorher, Fehlererkennung durch Kameras.
Genau, hast du natürlich recht, gab es schon immer oder schon lange. Ne? Das kommt aus dem Bereich Machine Vision. Und was jetzt dort neu ist und die Methoden, die sich natürlich auch weiterentwickeln durch den generative KI-Hype, ne? Das steckt natürlich die anderen KI-Methoden mit an. Und wir sind hier in einem Bereich, wo wir also die Möglichkeit haben, verschiedene Fehlerbilder, die auf diesen Folien sind, zu clustern. Ja? Das heißt also, wir können anhand der Beschaffenheit des Fehlers erkennen, handelt es sich hier um eine Fliege, um einen Kratzer, um eine Delle. Es gibt ganz viele verschiedene Fehlerbilder, also solche Fehlerbildkataloge haben manchmal 100 Seiten, ja, je nach Produkt. Und diese Differenzierung und die Quantifizierung dieses Fehlers, also der im Prinzip der ausgebrachten Produktqualität, ermöglicht ganz was sehr Großes und Wichtiges, nämlich die Rückkopplung auf den Prozess. Wenn ich meine Qualität des Produkts messen kann, stabil, kann ich schauen, wenn diese Qualität wegrutscht, wie hängt sie denn zusammen mit den Wirkfaktoren innerhalb der Produktionskette, ja, und kann dann sozusagen dort auch wieder ein KI-Modell letzten Endes entwickeln, was sogar anhand der Parametrisierung von Maschinen, der eingebrachten Materialien beispielsweise die Qualität vorhersagt. Ja, und das wiederum hilft mir dann, und jetzt bin ich auch gleich am Ende, das hilft mir dann wieder, nachdem ich die Qualität vorhersage, auch Produktionsprozesse frühzeitig zu unterbrechen und Ausschuss zu reduzieren. Ja, genau, also überall steckt KI drin. Und ich würde hier gerne noch ergänzen, weil wir hatten es ja vorhin vom Use Case Ideation Prozess und hier war jetzt ein schönes Beispiel zum Thema Prozess Innovation, Prozessoptimierung, Effizienz. Jetzt ist es ja so, wir sprechen ja auch immer von neuen Businessmodellen, die zum Beispiel rauskommen können. Jetzt kann man sich zum Beispiel überlegen, die Daten, von denen Martin gerade gesprochen hat, die kann man ja vielleicht auch weiter nutzen, entweder für sich selber oder auch natürlich anderen zur Verfügung stellen, Materiallieferanten, ne, die wissen müssen, wo sind diese Qualitätsmängel oder wie wird mein Produkt benutzt und damit auch wieder neue Umsätze generieren. Das meinten wir vorhin. Ne, das ist ja nicht nur Prozessautomatisierung, was man mit KI machen kann, sondern von der Individualisierung, Assistenzen bis neue Businessmodelle ist alles möglich. Jetzt hört sich das nach einer riesengroßen Chance für sehr, sehr viele Unternehmen an. Aber in welchen Branchen seid ihr denn so unterwegs? Ist es mehr die Fertigung oder seid ihr eigentlich in allen Bereichen unterwegs? Wenn die Fachabteilungen zu uns kommen, ist es eigentlich übergreifend. Also früher waren es sehr stark die Kernprozesse und insbesondere Logistikthemen, wo also noch ein hohes Automatisierungspotenzial herrscht und wo eben einfach auch sehr viele Menschen sehr schwere Arbeit leisten, ne? Und eigentlich diese Unterstützung wirklich auch suchen und brauchen und wo dann eben große Effizienzen gehoben werden können, wenn Prozesse in dieser, ich sag mal, in der Kernwertschöpfung von herstellenden Unternehmen eben automatisiert werden können. Inzwischen hat sich das aber total verbreitet und es ist quasi fast in allen in Hilfs- und auch in Kernprozessen jedes Unternehmens findet sich quasi Automatisierungspotenzial oder in irgendeiner Form kann man assistiert werden oder unterstützt werden durch künstliche Intelligenz. Ich glaube, das hat sich auch gerade durch diesen großen Push im Generative AI jetzt verändert, dass ja eben gerade Servicebereiche, Beratung, Rechtsanwaltskanzleien, Public-Bereiche, dass es für die eigentlich jetzt erst interessant wird, weil die einfach jetzt Assistenzsysteme haben oder Möglichkeiten haben, wie man ihre eigene Arbeit unterstützt, was ja vorher eben mit Machine Learning Cases eher so Industrie, Logistik etc. betroffen hat und das Gen AI jetzt doch da sehr interessant wird, gerade eben im Kundenservice. Martin, kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen uns mitnehmen, welche verschiedenen Produkte und Services die MMS da auch anbietet und wie gesagt, warum ihr dann auch wie unterscheidet, was für den Kunden das Beste ist? Genau, also kommend aus einem Anwendungsfall, aus einem konkreten oder aus einer Problemstellung bei Kunde, stellen sich natürlich immer erstmal grundlegend die Frage, ist es eine Make-or-Buy-Entscheidung? Also kaufe ich ein Produkt, was sehr nah am Standard ist und eventuell mein Problem löst, ja, und ich suche mir quasi einen Hersteller für ein Problem heraus und vergleiche die ganz klassisch, wie ich es immer mache, wenn ich Produkte einführe. Das ist insbesondere für die Hilfsprozesse, also für Themen, die einfach alle Unternehmen sozusagen beschäftigen, ein guter Weg, sozusagen diese Buy-Richtung einzuschlagen. Und da helfen, unterstützen wir auch Unternehmen, sozusagen, indem wir mit Partnerunternehmen zusammen an den Kunden herantreten und dann die Lösung eventuell noch konfigurieren, zuschneiden auf den Need. Und dann ist man letzten Endes schon am Ende, ja, und profitiert relativ schnell.
Schwieriger wird es, wenn wir sozusagen bei Kunden unterwegs sind, die sehr individuelle Prozesse haben und sehr eine eigene Datenlandschaft, die einfach eine Fähigkeit haben, die wenige Unternehmen haben und damit auch letzten Endes Herstellprozesse oder insgesamt eben Tätigkeiten, die nicht so oft wiederholt sind, ja, und die nur eine bestimmte Firma vielleicht sogar betreffen. Dann geht es sofort sozusagen in so einen individuellen Charakter und man schaut dann wirklich über das gesamte Methodenspektrum. Ja. Wir haben so ein bisschen in der MMS 4 bis 5 Kategorien, also generative KI haben wir schon drüber gesprochen. Wir haben das Thema Bild- und Videodatenverarbeitung, darauf aufbauend oder anschließend jegliche Art von Sensordaten natürlich, die mit KI verarbeitet werden können, ist ein Thema. Dazu gehört beispielsweise Ton, ja, also Körperschall. Man kann Schwingungen von Maschinen oder von anderen Themen sozusagen auswerten, um zum Beispiel den Use Case vorhersagbare Wartung, also Predictive Maintenance, umzusetzen. Und es geht dann auch in das Thema Texte rein, also mit natürlicher Sprachverarbeitung, Automatisierung von Texten, das Lesen von Lieferscheinen, von Rechnungen automatisiert auszulesen und zu digitalisieren. Also KI greift in sehr vielen Disziplinen letzten Endes, tritt es auf und je nach Problemdefinition passt mindestens eine dieser Dimensionen. Ja, oder oft auch eine Kombination von mehreren, wenn wir an Avatare denken beispielsweise. Da haben wir eine Sprache, die verarbeitet wird. Wir haben ein Sprachmodell. Wir haben eine künstliche Ausgabe eines Gesichts, ja, was dann auch wieder nah am Thema Video oder generative KI ist. Oft greifen auch verschiedene KI-Disziplinen und eine Menge von Modellen ineinander, um eine Herausforderung zu lösen. Und wie man hier jetzt schon hört, es ist sehr, sehr umfangreich. Was ist möglich, was ist machbar und so weiter. Und wir kennen uns da natürlich gut aus. Jedoch nehmen wir unsere Kunden dabei mit. Ja, das ist genau das, was wir machen. Kunden zum Beispiel, die ganz vorne stehen, erstmal so einen Kickstart-Workshop zu machen. Was gibt's überhaupt? Oder bei Kunden, die schon ein bisschen was machen, aber eben genau rausfinden wollen, wo sind denn jetzt die richtigen Potenziale, was der Martin eben doch gerade vorgestellt hat, da erstmal ein KI-Assessment zu machen, Potenziale zu identifizieren oder sie dann eben spezifisch in einem Potenzialfeld mit den richtigen Lösungen dann auch mitzunehmen. Also wir unterstützen unsere Kunden da, durch diesen Dschungel von den vielen Möglichkeiten wirklich einen guten Rahmen zu finden und das auch ganz richtig einzusetzen und aufeinander aufzubauen. Also ein vollumfängliches Konzept erstellt ihr dann gemeinsam mit euren Kundinnen. Aber nicht nur das wird vermutlich erfolgskritisch sein für so ein KI-Projekt. Katrin, kannst du uns nochmal beschreiben, was du sonst für Erfolgsfaktoren für das ganze Thema Innovation oder auch KI siehst? Ja, also wie vorhin schon gesagt, also das Wichtigste ist eben, da ist ein Nutzen, ja, ein Potenzial, man will was verändern, ja, und der muss groß genug sein, ja, oder eine große Nutzergruppe betreffen. Das Zweite ist eben die Machbarkeit, wie gesagt. Und Machbarkeit, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, technisch ist vieles machbar mittlerweile, ja, aber manchmal sind die Unternehmen gar nicht so weit. Also wie Martin vorhin auch mit vorgestellt hat, das ganze Organisatorische, ja, wie gehe ich ran an Themen? Wer ist in so einem Projekt? Wer setzt um? Habe ich das richtige Wissen? Das sind alles Fragen, die man sich stellen muss und die man erst aufbauen muss. Gerade bei Generative AI sind ja auch Themen, ne, rund um Ethik, Datenschutz, Datensicherheit, die immer wichtiger werden, die es vorher gar nicht so in dem Umfang gab, ja, wo man heute aufpassen muss. Das ist alles zur Machbarkeit. Und das Dritte eben, was ich denke, ist der wichtigste Faktor, ist die Wirtschaftlichkeit und somit die Messbarkeit. Ne, also da gibt's ja so diesen ROAII, das heißt Return on AI Investment, den man messen kann. Das ist nicht nur, dass man sagt, mehr Umsatz, ne, was ein Businessmodell zum Beispiel anzeigen könnte, sondern zum Beispiel auch, wie groß ist die Prozessverbesserung, die ich anstrebe und ne, wie ist es denn hinten auch bei rausgekommen. Ja, ist auch ganz wichtig, das immer wieder zu vergleichen, dass man da die Motivation im Unternehmen hat, da auch weiterzumachen und die nächsten Projekte zu identifizieren. Katrin, du hast eben beim zweiten Punkt Machbarkeit das Thema, wie weit ist das Unternehmen auch angesprochen. Gibt es da einen gewissen Reifegrad? Gibt es da irgendetwas Messbares, das ihr sagen könnt? Na Leute, ihr müsst erstmal die und die Punkte umgesetzt haben, damit wir hier in diesem Prozess weiterkommen. Wie geht ihr da vor?
Das ist eben genau dieses KI-Assessment, von dem ich gesprochen habe, dass wir uns erstmal anschauen, vor allen Dingen das Thema Daten. Ja, also haben wir überhaupt ausreichend Daten? Sind die in einer guten Qualität? Reichen die Daten aus, um die Use Cases, die ich jetzt machen möchte, auch umzusetzen? Und das Thema muss angegangen werden. Und dabei kommen dann natürlich auch Themen wie Organisationsänderungen, wie Change Management, ne? Ich muss die Mitarbeiter mitnehmen, ich muss Wissen aufbauen, ich muss Talentmanagement machen, ich muss Akzeptanz schaffen im Unternehmen, aber auch eben Richtlinien rund um Ethik, Prinzipien und so weiter aufstellen. Und das sind Themen, die schauen wir uns im Assessment an. Ne? Wo steht das Unternehmen? Und aus unserer Erfahrung und aus den vielen Best Practices, die wir begleitet haben, identifizieren wir dann hier die richtigen Felder und geben natürlich Handlungsempfehlungen und eine Roadmap, wie man die löst, bevor man denn in die richtige Umsetzung von Use Cases überhaupt gehen kann. Kann es dann trotzdem noch scheitern? Also es gibt natürlich auch KI-Projekte, die scheitern. Woran liegt das dann meistens? Was sind die wichtigsten Punkte? Sicher. Ich möchte sogar sagen, es muss scheitern, weil, wie der Martin vorhin schon gesagt hat, wir müssen Fail and Learn akzeptieren, wir müssen iterieren, wir müssen lernen mit dem Nutzer gemeinsam und auch mit der Umsetzung. Also gerade im Thema KI ist der Research ja auch noch gar nicht so weit, dass alles zu 100% beantwortbar ist und wir entwickeln uns mit unseren Kunden. Ich will es aber nicht scheitern nennen, sondern wenn man das in einem Projekt richtig macht, hat man zum Schluss ja ein erfolgreiches Ergebnis. Durch die richtigen Ansätze, durch das richtige Mindset. Ne? Und das ist dann kein Scheitern vom Projekt, sondern eine erfolgreiche Einführung, hoffentlich. Genau, ich würde auch noch gerne was ergänzen zu den Ausführungen. Also ich sehe es schon so, dass es so ein paar No-Brainer gibt. Ja? Also es gibt durchaus auch Tools, also insbesondere wenn wir jetzt in die Sprachmodelle denken und Business-GPT, die sofort wirken und wo es auch nicht viel, sage ich mal, Onboarding oder Framing geben muss, um jetzt dem Mitarbeiter so ein Tool an die Hand zu geben. Na, insbesondere wenn wir an Copilot denken, das sind Assistenzsysteme, da ist es völlig egal, dass dahinter KI steckt, die unterstützen den Nutzer bei der täglichen Arbeit und die sind so in sein Arbeitsleben integriert über gute Usability, dass sie sofort Wirkung zeigen. Und das ist so der eine Teil, ja, wo ich sage, da ist vielleicht der Overhead und das Risiko nicht so hoch. Aber und gerade auch jetzt durch die Sprachmodelle ist der Hebel groß und das Risiko gering für diese Art von KI. Natürlich ausgenommen Regulatorik etc. Ne, gibt es natürlich immer noch Dimensionen, die man beachten muss. Aber wenn wir an die Kernwertschöpfung beim Kunden rankommen, also dort, wo die richtig großen Hebel sind, also Prozesse zu automatisieren, wirklich die Anzahl FTEs quasi zu reduzieren, wirklich durch Automatisierung, dort ist das Risiko groß und dort muss das C-Level Mut mitbringen. Also man braucht Mut, um KI-Themen anzugehen, weil man ein gewisses Risiko verkraften muss, wenn man dort innovativ sein will und fortschrittlich. Ja, also dieses Scheitern, darauf muss man sich einstellen und vielleicht sind es auch irgendwie 80% der Projekte, die starten und 20% sind nur erfolgreich. Und der Rest scheitert, man lernt aber viel dabei. Und das kann ich nicht genug betonen, dass dieser Mut da sein muss und dass ich eben viele Unternehmen erlebe, die KI wie ein klassisches Invest betrachten und ein ROI, haben wir vorhin gehört, rechnen wollen. Und das geht ganz oft nicht, ja, weil nicht klar ist, was am Ende rauskommt. Also so heißen ja auch die Kollegen, die mich unterstützen, Data Scientists oder Scientistinnen. Das ist Wissenschaft zum Teil, ja, die dort Anwendung findet. Und das sind oft auch ganz neue Paper aus der Forschung, die versucht werden, in ein produktives Umfeld zu überführen oder bei Kunden quasi sofort quasi angewandt zu werden. Und die Erwartungshaltung, dass man da mit einem fixen Budgetrahmen dann fertig ist und am Ende steht, das lässt auch oft Projekte scheitern, weil erst während des Projekts die Komplexität überhaupt sichtbar wird. Ja. Genau, und das ist ja im Innovationsmanagement, macht man das ja schon immer so, dass man auf der einen Seite Budget hat und natürlich das größte Budgethaufen für inkrementelle Projekte. Das heißt, das sind eben die schnellen Anwendungen, die schnell auch Mehrwert liefern, schnell was bringen, aber auch immer für radikale und transformational Innovation Geld da sein muss. Und gerade hier mit den neuen Technologien, ich muss als Unternehmen Technologieverständnis haben, um dann nutzerzentriert überhaupt Probleme umsetzen zu können in gute Lösungen. Und genau das, man muss ausprobieren können und man muss da einfach auch ein festes Investment, also nicht nur Mut haben, sondern dieser Mut, also walk the talk, auch mit Investments hinterlegt sein, wo dann ein Team auch arbeiten kann.
Ja, Walk the Talk ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja auch beide in unseren MMS-internen KI-Initiativen beteiligt. Könnt ihr uns hier mal ein bisschen beschreiben, wie wir genau mit dem Thema vorgegangen sind? Wie haben wir uns KI erschlossen und wie ist es jetzt zum Beispiel zu unserem neuen Portfolio-Bereich gekommen? Genau, kann ich gerne machen. Also wir, ne, kann ich natürlich für die MMS sprechen, aber ich kann eigentlich auch für den Konzern, also für die Deutsche Telekom sprechen, die sich natürlich schon seit geraumer Zeit mit KI beschäftigen und auch ihre Prozesse mit KI stützen, aber jetzt durch generative KI und Sprachmodelle natürlich nochmal massiv hier zulegen und wirklich nochmal, ich sag mal, jeden Prozess umdrehen und schauen, wo habe ich hier noch Potenziale, die ich heben kann. Ja. Dafür brauchst du sehr viel Wissen, ja, dann brauchst du diesen Mut, dann brauchst Partner oft, ja, aber man kann das natürlich auch aus eigener Kraft schaffen und man ist dann, ja, ich hatte es gerade gesehen, bei McKinsey hat so ein Modell, ja, die unterteilen das so ein bisschen in die Taker, also die Rolle, die sozusagen, ja, KI adaptiert für sich und nutzbar macht, ja, dann die Maker, die KI wirklich ihren eigenen Daten in Zusammenhang neue Werte schaffen und dann die Shaper, ja, also die wirklich KI ja, vom Grund auf neu entwickeln, was dann wahrscheinlich die großen Konzerne wieder in den USA sind in dieser Rolle. Und genau, die Telekom und die MMS, wir sind auf jeden Fall die Taker. Das heißt also, wir nutzen Tools, wir nutzen natürlich freigegebene Software, um unsere Entwicklungsprozesse zu stützen. Wir haben beispielsweise auch eine Coding-Unterstützung, natürlich alles im legalen Rahmen und ganz stark an den DSGVO-Richtlinien ausgerichtet. Also keine unserer Unternehmensdaten oder Programmcode für unsere Kunden, den wir entwickeln, verlässt sozusagen das Haus, ja, sondern ist also alles individuell aufgesetzt und auf eigener Hardware betrieben. Das heißt also in dem Bereich Coding, AI for Coding, Coding Assistance sind wir sehr stark, aber auch in unseren klassischen Prozessen im Marketing, weiß ich, wird KI viel eingesetzt. Es gibt ein unternehmensweites Chat-Tool. Ja, wir können mit Dokumenten chatten inzwischen. Wir haben große Datenbestände, die schneller durchsuchbar sind. Also wir arbeiten uns sukzessive wirklich diese Welt, schauen aber natürlich insbesondere auf horizontale Prozesse, die viele Menschen betreffen, um einfach auch dort die größten Hebel natürlich in Bewegung zu setzen. Ne? Hier würde ich gern kurz nochmal einhaken. Und zwar hatten wir ja von Martin vorhin gehört, dass es recht einfach ist, zum Beispiel so einen Chat einzusetzen. Ja, dennoch müssen hier die Chancen und Risiken im Unternehmen bekannt sein. Ja, also damit kann man auch viel Blödsinn machen. Ja, ich sag mal Datenschutzverletzungen, Ethik und so weiter. Und da ist die Telekom, glaube ich, auch ein absolut als Best Practice zu nennen, dass wir schon sehr früh Prinzipien hatten, Regeln hatten, wie gehen wir damit um, Möglichkeiten hatten, das auch wirklich in einem sicheren Rahmen auszuprobieren. Und das bringt natürlich dem Gesamtunternehmen was, weil alle Mitarbeiter damit arbeiten können und somit auch schnell eigene Use Cases ausprobieren und umsetzen können. Vielleicht ergänze ich noch ganz kurz, dass wir natürlich dieses Rahmen, also um KI im Unternehmen zu etablieren und auch das einzusetzen, das läuft natürlich nicht von allein. Ne? Also wir haben da durchaus ein Kompetenzcenter gegründet und Communities und nehmen wirklich alle Kollegen mit. Ne? Also gerade der Chat-Einsatz ist etwas, wo man natürlich auch Prompting-Erfahrungen sammeln soll, wo man von Erfahrungen anderer profitiert, wo man die Einschätzung nach Machbarkeit mal braucht und wo wir Partner einbinden und all das muss natürlich orchestriert werden und dafür haben wir entsprechende Communities oder Kompetenzcenter aufgebaut, die das dann eben alles orchestrieren und diese Klammer bilden, insbesondere auch in Richtung Regulatorik, Datenschutz, Datensicherheit. Die Frage ist, die ich mir dann manchmal so stelle, so Innovationen wie KI sind natürlich auch immer sehr kostenintensiv. Also man braucht eine Investition als Unternehmen. Jetzt mag ich gar nicht unbedingt jetzt auf eure Kunden schauen, sondern mal auf die MMS und die Telekom selbst. Nehmt ihr sowas wahr, dass das auch eine Investition ist, die hier gerade benötigt wird? Habt ihr manchmal auch das Gefühl, in einer Drucksituation zu sein? Gibt es sowas wie ein Return of Investment Gedanken? Wie nehmt ihr das wahr in eurer Arbeit? Es gibt im Prinzip so auch wieder zwei Blickrichtungen. Das eine ist, wie du es gerade schon sagst, der Wunsch oder die Voraussetzung, dass es ein Return on Investment gibt bei der Einführung von KI. Das ist aber relativ schnell gegeben. Oft lässt es sich nicht gut greifen. Ne? Gibt es wiederum Prozesse, die das natürlich auch versuchen zu greifen. Aber es ist eben dieser besagte Mut, den es dann auch braucht und der ist auch da. Und es hat aber natürlich, KI ist ja nicht jetzt erst seit GenAI ein Buzzword, sondern es ist natürlich wie ein Magnet. Ja? Also einmal ein Magnet für
ich zeige, dass mein Unternehmen innovativ ist. Ja, also das heißt, auch für eine MMS und eine Telekom ist es natürlich wichtig, für das Thema KI zu stehen und das auch nach außen zu zeigen, dass wir das Thema beherrschen, dass wir es nutzen und so weiter. Ja, also es hat auch so eine Marketingkomponente. Das sind so diese beiden Sachen, ne? Also die Wirtschaftlichkeit und letzten Endes die Umsetzung und ROIs und natürlich auch der Wunsch, ja, nach Kontrolle, ne? Also wirklich auch zu wissen, wird das jetzt was? Was kann ich denn damit erreichen? Ja, wenn ich jetzt dieses Thema einführe, lohnt sich das oder mache ich es jetzt nur dem Trend wegen? Und genau da brauchst du die Prozesse, die Katrin beschrieben hat, und die finden auch in der Telekom statt, ne? Es gibt beispielsweise einen zentralen AI-Kompass, der alle KI-Anwendungen konzernweit quasi listet, Sprechpartner hinterlegt, Technologien hinterlegt, sodass eben keine Themen auch doppelt gemacht werden, ne? Also oft tauchen natürlich Themen an verschiedenen Stellen auf und jeder hat eine Idee und im schlimmsten Fall kaufen Fachabteilungen selber Tools ein und nutzen sie. Und deswegen ist so eine Zentralisierung oder zumindest sehr schnell Transparenz zu schaffen zu allen KI-Aktivitäten in einem Unternehmen eines der wichtigsten Dinge, die es am Anfang zu installieren gilt. Und auch intern schauen wir natürlich, dass wir KI-Anwendungen umsetzen mit echtem Mehrwert. Ja, also das heißt zum Beispiel Potenzialfelder, wo wir wissen, wo verstärkt Kundenanfragen kommen, wo wir sehen, da ist die Marktentwicklung, ne? Einfach das Future Thinking geht in die Richtung und dadurch wir natürlich auch messbare Ergebnisse umsetzen und somit den gleichen Approach natürlich intern wie extern verwenden. Ja, wenn ihr an dieser Stelle noch ein bisschen Future Thinking für uns machen könntet, das wäre toll. In welche Richtung denkt ihr denn, wird sich das Thema KI noch entwickeln? Meine ganz leichte Frage hier zum Schluss. Katrin. Also für mich erstmal im Generellen, also das ganze Thema GenAI, ich glaube eben, wie ja vorhin mit meinem Gartner-Zitat schon genannt, es wird ganz normal sein, dass wir irgendwann GenAI in unserer täglichen Arbeit einsetzen. Also wie heute Google-Suchmaschinen, ja, die sind ja gar nicht mehr wegzudenken, wird es mit GenAI sein und man wird es für alles, was irgendwie möglich ist, nutzen können. Ich glaube, diese Reise, die ist schon ein Stück weit vorgezeichnet, wurde sie schon auch von ganz vielen mit dem Fernziel von ja allgemeiner, genereller KI, also AGI, also wirklich autonom agierenden, eine Art autonom agierenden KI. Der Weg dahin wird ja sehr wahrscheinlich über Agenten gehen. Das ist so der nächste große Schritt. Das heißt also, die Sprachmodelle werden es schaffen, Tools für uns zu steuern, Kommandozeilenfenster zu bedienen, Browser zu bedienen und eben auch komplexere Aufgaben, die aus mehreren Teilschritten sind, zu planen, ja, dafür Instruktionen zu legen und dann Schritt für Schritt abzuarbeiten und damit sozusagen auch ja die eigentlich Prozesse quasi bewältigen, die sehr viel kognitive Leistung von ursprünglich Menschen brauchen. Ja, also Richtung Agenten muss man auf jeden Fall schauen. Daran geknüpft natürlich die Robotik-Themen. Also hatte ich vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, dass es sehr einfach sein wird, dass man Robotern komplexe Handlungsanweisungen geben wird oder sie ihnen lernen kann. Das war bis jetzt immer sehr schwierig über Reinforcement Learning und ähnliche Methoden. Das wird auch viel schneller gehen. Das heißt also, die Automatisierung in der physischen Welt wird noch ein großer weiterer Schritt sein oder ein Thema, wo noch viel gearbeitet wird. Und am Ende steht für mich wirklich die Frage, wo ist kein KI drin? Ja, also dann dreht sich das komplett um. Ich freue mich übrigens schon auf die Roboter, die mir zu Hause irgendwann dann die Wohnung putzen. Ja, wir wahrscheinlich alle, die gibt es ja auch schon, also wenigstens in dem Sinne, dass sie noch nicht so richtig in die Ecken reinkommen, aber sie fahren noch rum. Was mich persönlich nochmal interessieren würde, wäre die Frage, ich würde mal sagen, so vor einem Jahr, anderthalb Jahren klang der Blick auf die Entwicklung von KI in Deutschland und Europa relativ pessimistisch, ne? Dass die USA und China uns dort entsprechend den Rang ablaufen, beziehungsweise da einen Riesenvorsprung haben und darüber hinaus so die besten Leute, die besten Wissenschaftlerinnen und EntwicklerInnen ins Ausland gehen. Ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, dass es nicht mehr so ist, so ein Bauchgefühl. Deswegen würde ich jetzt euch als Experten und Expertin mal da fragen, wie seht ihr gerade die Entwicklung in Deutschland? Ja, eine gute Frage. Wie gesagt, beobachtet das ja auch. Aber ich denke dennoch, dass wir mit den großen Spielern in den USA nicht mithalten können. Ja? Wenn ein Unternehmen dort so viel wert ist wie unser ganzer deutscher Aktienindex, dann weiß man einfach, dort hat man riesengroße, also ganz viel Power und Geld reingesteckt und schafft es auch viel besser, sozusagen daraus wieder Kapital zu schöpfen. Insbesondere, weil eben kaum Regulatorik da ist. Auch wenn wir natürlich Richtung Asien schauen, ist es mit dem Thema Datenschutz
unsere Regulatorik nicht so weit. Dort ist es wahrscheinlich kein Problem, eine Kamera aufzuhängen, um die Geschlechter von Personen oder demografische Strukturen zu erfassen und auszuwerten, was in Deutschland fast undenkbar ist. Ja. Und es wird auch so sein, dass also auch der EU AI Act natürlich ein super Standardwerk ist, wo sich Deutschland quasi dran abgearbeitet hat und eben dieses regulatorische Framework geschaffen hat, und das wird dann weltweit adaptiert, während aber sozusagen natürlich diese Innovation und diese wirklich neuen Themen und die großen Modelle weiterhin aus anderen Ländern kommen werden. Ja, wir werden aber sehr gut sein, denke ich, in der Integration dieser Modelle und Themen in die Prozesswelten und in die Kunden hinein. Ja. Genau, das wollte ich gerade ergänzen. Also, dass man einfach ja schauen muss, wie kann man diese globalen Monopole, sage ich mal, intelligent nutzen und damit Geschäftswert erzeugen. Also das ist ja eben heute mit den großen digitalen Unternehmen genau das Gleiche. Da haben wir auch die globalen Monopole, die ja trotzdem bei uns gut genutzt werden. Also vielen, vielen Dank für euren Blick in die Zukunft. Und wenn es um die Entwicklung von neuen Ideen geht, haben wir schon viel über Innovationssprints und Design Thinking gehört. Aber eine andere Möglichkeit, Neues zu schaffen, haben wir auch schon ausprobiert. Oder Martin, wie sind wir denn da vorgegangen? Ja, das stimmt. Wo wir selber sehr überrascht vom Erfolg waren, sind wirklich Hackathons oder Promptathons. Also aus einer großen Liste aus Anwendungsfällen konnten wir relativ schnell die wichtigsten und für uns nach bestimmten Kriterien relevanten zusammenfinden und haben dann natürlich begeisterte Teams, interdisziplinäre, crossfunktionale Teams, um es mit Katrins Worten zu sagen, zusammengestellt. Und die haben in 2 Tagen wirklich Wunder bewirkt für mich. Also wirklich Themen aus dem Boden gehoben, die uns sehr überrascht haben und wirklich gezeigt haben, mit wie wenig Zeit und aber starkem Engagement man eben Innovation betreiben kann, die dann auch zum Anfassen ist. Teile dieser Anwendungsfälle gehen jetzt wirklich auch in Produktion und helfen dann sozusagen der Telekom MMS. Aber auch dieses Hackathon-Format ist etwas, was wir unseren Kunden anbieten und mit unseren Kunden gemeinsam ausgestalten. Ja. Martin und Katrin, vielen Dank, dass ihr heute hier zu Gast wart und uns einen Einblick in eure spannende Arbeit gegeben habt. Ich glaube, das ruft auf jeden Fall danach auf eine Wiedereinladung im nächsten Jahr vielleicht und dann mal zu schauen, wie weit ihr dann mittlerweile mit diesem Thema seid. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke. Vielen Dank, dass auch Sie sich heute Zeit genommen haben hier für unseren Podcast, und in den Shownotes finden Sie noch weitere Links und weitere Infos zu diesem Thema. Und wenn Sie auch in Zukunft natürlich keine weitere Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch einfach bei Spotify oder Apple Podcast. Bis dahin, alles Gute.